in diesem Video zeige ich euch, wie ihr schwäbische Spätzle zubereiten könnt. Meine Angaben reichen für 2 Portionen und hierfür benötigt ihr 2 Eier, einen halben Teelöffel Salz, 125 Milliliter lauwarmes Wasser, 200 Gramm Mehl sowie ein bisschen Margarine oder Butter und gleich zum Kochen noch 1 Liter Salzwasser. Als allererstes benötigt ihr eine Schüssel und nun gebt ihr euer Mehl hinein im nächsten Schritt das Salz und eure Eier schlagt ihr ebenfalls in die Schüssel. Und jetzt könnt ihr alles kräftig verrühren. Wenn sich das Ei dann gut verteilt hat, könnt ihr euren Teig noch einmal mit euren Händen weiterkneten. Und nun solltet ihr merken, dass er ziemlich trocken ist. Jetzt gebt ihr einfach nach und nach euer lauwarmes Wasser hinzu und knetet es unter, bis ihr einen glatten Teig erhaltet. So, nach ziemlich kräftigem Durchkneten ist euer Teig jetzt fertig. Er sollte leicht zäh sein, das könnt ihr daran feststellen, indem ihr einen Kochlöffel durch den Teig zieht und einen leichten Widerstand spürt. Mein Teig ist so gut und nun müsst ihr ihn noch 15 Minuten stehen lassen und danach nochmal gut durchkneten, denn der Kleber im Mehl zieht noch etwas nach. So, ich habe meinen Teig jetzt ruhen gelassen. Er ist jetzt fertig. Ihr müsst ihn nun, wie gesagt, noch einmal gut durchkneten. Es kann sein, dass ihr noch einmal 1 bis 2 Teelöffel Wasser hinzugeben müsst. Und dann könnt ihr anfangen, eure Spätzle zu machen. Um eure Spätzle zu formen, könnt ihr entweder eine Spätzlepresse benutzen, wie es im Rezept selbst auch steht. Für alle Leute, die so etwas nicht besitzen, habe ich einen Tipp. Ihr nehmt euch einfach ein kleines Brettchen und nun nehmt ihr einen Teil eures Teigs. Und jetzt könnt ihr den einmal ein wenig rollen. Und nun drückt ihr den leicht auf eurem Brettchen platt. Er sollte aber nicht am Brett festkleben. So. Und gleich haltet ihr dann das Brett über den Topf und schabt den Teig einfach so ab, indem ihr einfach kleine Scheibchen abschneidet und die gebt ihr dann direkt in den Topf hinein. Während ihr darauf wartet, dass euer Wasser anfängt zu kochen, denn erst dann dürft ihr die Spätzle hineinschaben, könnt ihr eure Schüssel für die fertigen Spätzle vorbereiten. Ich habe einfach einen großen, tiefen Teller genommen und hier gebt ihr jetzt ein wenig Margarine oder Butter hinein. So, das Wasser ist fertig, es blubbert und ist am Kochen und jetzt schabt ihr euren Teig, wie ich es euch eben gezeigt habe, in das kochende Wasser hinein. So, und wenn eure Spätzle jetzt an die Oberfläche geschwommen sind, dann könnt ihr sie vorsichtig zum Beispiel mit so einem Nudellöffel abheben, abtropfen lassen und direkt in euren Teller mit der Margarine oder der Butter geben. Und das macht ihr jetzt so lange, bis euer kompletter Teig aufgebraucht ist. So, meine Spätzle sind jetzt fertig. Ihr solltet sie sehr heiß servieren. Verrührt sie gut in der Schüssel, dass überall ein wenig von der Butter dran gekommen ist. Zum Schluss könnt ihr sie noch mit ein paar frischen Kräutern, zum Beispiel einem Basilikumblatt, dekorieren. Und dann wünsche ich guten Appetit und viel Spaß beim Nachmachen.